Rote Karte, wofür? Ich habe das Wort, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm das, ich habe ihm einen Mixer mit W genannt. Nur so viel sagen, wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau heute, dann hätten wir mit Sicherheit 10-0 gewonnen. Jetzt langsam Ansprüche auch mal in Richtung Teamchef Franz Beckenbauer. Aber wissen Sie, ich glaube, dass der Bodo Ignat die klare Nummer 1 ist und wer dahinter steht, das ist eigentlich völlig egal. Da kann man den, oh, alles klar. Zunächst würde man sagen, Unforced Errors, nicht? Mann weniger gespielt. Mit einem Mann weniger, wie versteht man das? Ohne Torwart. Der Stahlkocher Joachim Hopp, von der Nachtschicht auf dem Trainingsplatz, der Hartplatzbolzer aus dem Pott, verschrieb seine Karriere ganz dem Duisburger MSV. Ich bleibe Duisburg treu, weil ich bin hier groß geworden und ich fühle mich einfach wohl hier. Der Bodenständige, eher als Grobmotoriker aus Meiderich bekannt, stellte vor allem nach Spielschluss die Konkurrenz lässig in den Schatten. Ja, ich kann Ihnen sagen, die erste Halbzeit habe ich einen riesen Hals gehabt. Ganz klarer Elfmeter, nicht gegeben. Wir liegen 2-1 zurück, zweimal Rückstand aufgeholt und dann auch den Sieg gemacht. Eine hervorragende Moral der Truppe. Kompliment an diese Zuschauer. Standing Ovation, schauen Sie sich das an, das macht wieder Spaß. Wie lange brauchen wir, bis der Akku mal wieder so auf Normaltemperatur ist nach so einem Ereignis? Der Akku, der muss jetzt immer voll sein und voll durch. Wir haben nur noch 3 Spiele, jetzt geht das alles oder nicht. Jochen, ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk? Nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Da hatten wir schön die Elle reingejagt. Die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gedacht, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen. Wer war das? Schoppi. Er gab den Ton an beim MSV, auch wenn andere, wie beispielsweise Bashiru Salou, mehr im Rampenlicht standen. 85 Kilo reine Muskeln, die auch mal, wenn die einmal bewegen und sind, ist wie ein Kampfhund. Kriegst du nicht mehr weg, also da hast du keine Chance. Baschi ging ab wie Schmidts Katze. Das Schnellsprechwunder aus Meiderich, ein Mann, der immer was zu sagen hatte. Kennen Sie zum Beispiel sein Bankgeheimnis? Ja, man muss gucken, dass man keine Pickel am Arsch kriegt, weil es so hart ist. Da muss man mal was runterschieben. Das gibt's doch gar nicht. Christoph Daum hat manchmal so einen Blick, der ist so intensiv. Ja. Sind Sie verrückt? Dann doch. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal, wenn man Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Die Keimzelle des Fußballs ist das Zweikampfverhalten. Und jeder, der das Fußballfeld betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus in der Tasche. Ob es einlöst oder nicht, wissen wir erst nach 90 Minuten. So sieht das aus. Und in der Türkei, sich 3 Jahre in der Türkei zu halten, das ist schon Friedensnobelpreis verdächtig. Ach, lesen Sie doch mal einige Dinge in der Boulevardpresse. Da muss ich sagen, da war ja wirklich Münchhausen Empiriker gegen, was dort zum Teil erscheint. Ey, da war doch was, der kam uns gekommen, der Daumen sagt nicht. Also habe ich das gesagt. Und Sie wissen genauso gut wie ich, wir haben letztes Jahr 2-0 in Frankfurt zurückgelegt. 2-0, nicht 1-0. War kein Kalmund in der Kabine und wir haben 3-2 gewonnen. Fröhliche Weihnachten. Jetzt spreche ich, jetzt handle ich. Ja, wer beständig am Titel knabbert, sagen wir mal so wie der Biber, der immer am Baum knabbert, irgendwann fällt das Ding mal um. Ne? Und so knabbern wir da ran und ich hoffe, dass das Ding umfällt und die Schale in Leverkusen landet. Tut das gut? Ja, der Telekom tut das gut. Ja, entsprechend. Ihnen persönlich? Die Staubsauger-Vertreter-Philosophie. Aber ich möchte Sie mal fragen oder einen der Zuschauer, wenn er diesen Beitrag hört, wenn du 10 Millionen geboten bekommst, sagst du nein dazu, das ist zu viel? Nee, du sagst ich nicht. Haben Sie so ein bisschen rübergeguckt zu den Bayern? Das ist absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was Sie immer wieder da versuchen hineinzuinterpretieren, wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich mitgeben? Wenn Sie meine Meinung nicht akzeptieren, dann äußere ich sie nicht. Also ich meine, ich bin nicht hier da, um Ihnen nach dem Mund zu reden. Was Herr Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung.
Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen. Es ist eine Farbe, die, sagen wir mal, irgendwie was Positives, Energiereiches ausströmt. Gestern Abend hat er den vorgeführt, damit wir gestern Abend schon den Lachkrampf kriegen und nicht heute vorm Spiel. Könnten Sie sich vorstellen, die ganze Saison mit dem Anzug aufzulaufen? Nee, da muss ja mal gewaschen werden. Und da soll ich jetzt runter? Ja. Ja. Immer ganz normal. Ja. Doch? Ja. Klar. Tolli! Ja, logisch! Gut, gehen wir. Super! Scheiße! 4, 3, 2, 1 und go! So lieb, wie der Werner hier guckt, so lieb ist er gar nicht. Werner Lorand, besser bekannt als Werner Beinhardt. Als der Trainer, der öfter vorm DFB-Gericht sitzt, als auf der Trainerbank, witzelt die Branche. Mal bepöbelt er den Linienrichter mit den Worten, ihr seid Würste, und wurde dafür mit einer Sperre bestraft. Ein anderes Mal musste ihn erst der Schiri und dann das DFB-Gericht aus dem Verkehr ziehen, weil Werner Beinhardt seiner Meinung nach nur seine Spieler beruhigen wollte. Ganz klar, deutlich zu erkennen. Und immer wenn er dann bestraft wurde, drohte der Werner mit Rücktritt. Auch daran hat sich die Szene gewöhnt. Und sind wir doch mal ehrlich, Spaß bereitet er uns allen doch auch, der Werner Beinhardt, wenn er mal wieder die Nerven verliert oder seinen Frust an den anderen auslässt. Vorwärtsspiel, Vorwärtsspiel! Mensch, lass die Klicke hinten rum! Werners Ausraster. Immer wieder schön zu sehen und anzuhören. Ich habe keinen Grund zu sprechen. Mit wem soll ich sprechen? Über was soll ich sprechen? Das werde ich morgen in der Sitzung tun, habe ich genug zu sagen. Das reicht dann. Wenn Sie so eine Vorstellung abgeben wie gegen Düsseldorf, dann kann ja sein, dass zweimal Training ist am Wochenende. Jeden Tag zweimal, ist ja möglich. Wer die Vogt Nationaltrainer war, war er die größte Wurst. Ja, von den Medien. Als Nationaltrainer gar nichts. Und mittlerweile noch kein Spiel gemacht, wird er da hingestellt als der Heilige, als der Wundertrainer. Ich hab schon Spiele auf der Tribüne erlebt. Und das hat mir gereicht. So Weicheier in der heutigen Zeit als Fußballer, muss ich wirklich mich kaputt lachen. Weil jedes kleine Wehwehchen, da fassen sie ans Knie. Typisch Werner Beinhardt. Lieber Klartext als Phrasen. Die Schuld liegt nur im Endeffekt bei mir. Ich bin dafür zuständig. Wenn wir schlecht spielen, bin ich für zuständig. Ich bin dafür zuständig und alle anderen haben keine Schuld. Alle anderen haben keine Schuld. Ende. Trainer ist auch für zuständig, dass die Spieler auch am Samstag wieder sicher sind. Sicher sind. Sicher sind. Ich stehe zu meiner Mannschaft, ab sofort wieder, sage ich auch so deutlich, ab sofort wieder, weil wir heute Morgen ein sehr gutes Gespräch gehabt. Der Rieset hat zuerst im Mittelfeld, das erste Mal im Mittelfeld gespielt, war gut aus unserer Sicht, aus Ihrer auch? Ja, wenn ich keine Ahnung hätte ich ihn da nicht hingestellt. Lorand spuckt in die Hände, leicht verreiben. Und dann rein in die Haare, das neue 60er-Gel für den perfekten Halt. Gibt es noch weitere Fragen? Das könnt ihr wieder deuten, wie ihr wollt, schreiben, wie ihr wollt. Das ist mir so egal. Jetzt mal ehrlich, wie war das in der Hektik vor dem Spieltag? Welche Note würden Sie sich da als Lover geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unbefriedigend. Das war, glaube ich, früher im Osten mal 5 gewesen. Also mit anderen Worten, tote Hose? Ja, das ist, glaube ich, dasselbe. Und wie ist das bei Ihnen? Irgendwelche Probleme heute? Ja, man hat schon gesehen, dass er ziemlich viel die Spritzigkeit gefehlt hat. Also ich habe es gemerkt auf jeden Fall, dass er nicht so, sagen wir, spritzig war. Um Gottes Willen. Rudi, Ihre Kollegen sprechen ja sehr offen über dieses Thema. Meinen Sie, wir sollten da lieber nicht weiter fragen? Doch, doch. Sie übernehmen die Verantwortung? Ja. Es macht Spaß, mit dem Jungen da vorne drin zu spielen, weil er geht auf alles, was sich bewegt. Er ist ziemlich klein so, aber der geht ab wie die Feuerwehr. Eieiei, jetzt aber mal jugendfrei. War gestern Abend was? Also wenn ihr es mir schon nicht sagen könnt, dann kann ich es noch weniger sagen. Also ich war mir eigentlich sicher, dass er nicht drin ist.